So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben einen Draft Booster Crimson Vow. Auch wenn ich wie früher Crimson Vow oder Crimson Foof oder wie auch immer die Leute es nennen. Ich bin kein Fan von Draft Boostern zum Öffnen, aber ich hatte es noch rumliegen und ich dachte mir, hey, Blackie, Draft Booster, ja. Gucken wir uns mal an. Ich weiß schon gar nicht, was in diesem Set drin war. 2-1-1 Toxic Scorpion Death Touch. Wenn ein Spiel willkommen, kriegt eine Kreatur Death Touch. Not bad. What the fuck, wie realistisch dieses Baby aussieht. 2-Mana, Cradle of Safety, Flash, Aura. Wenn das Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur Hexproof. Und +1/+1, okay. Krass, dieses Artwork. Wow, dieses Artwork. Gift of Fangs. 1-Mana, Enchantment, eine Kreatur kriegt +2/+2, solange es ein Vampir ist, ansonsten -2/-2. Nicht schlecht. Mit Lurus vor allem nicht schlecht. Ja. Adamant Will, 2-Mana Instant, ein Kreatur kriegt +2/+2 und Zerstörbarkeit bis meines Zuges. Damage and Effect that say destroy, don't destroy it. Geile, geile Erklärung. Cassing Flame Breather, 2-Mana 1-3, Human Shaman, der sieht für mich halt aus wie ein Pirat. Der sieht für mich nicht aus wie ein Schaman, der sieht aus wie ein Pirat hier oben mit dem Piratenkopf. Hut. Und immer wenn man einen Nicht-Kreaturenzauber spielt, führt ihr eben einen Schaden zu. Das erinnert mich an den. Gott, wie heißt der denn? Scatter. Egal, den Goblin, der 2 Schaden schießt und mit Instant Sorcery spielt. Bramble Armor. War die nicht in Midnight Hunt auch drin? Oder war die nicht in Midnight Hunt drin? What the fuck? Es gab ein 1-1 Reprint. 2-Mana Ausrüstung. Wenn sie ins Spielfeld kommt, wird sie eine Kreatur ausgerüstet. Kriegt +2/+1 die Kreatur und für 4 Mana Equip. Ich meine, die wäre auch vorher im Set gewesen. Skywarp Scap. 5-Mana 2-5 fliegen. Wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert man 2 Karten aus dem Friedhof. Wenn man das tut, kann man eine Karte ziehen. Meh. Evolving Wilds. Oh mein Gott, das Artwork. Es ist hier oben mit dem Mountain, hier unten mit dem Fluss, da mit dem Ebenen, da Gebirge. Das ist schon hübsch. Tappen, opfern, unser Deck nach dem Stand, Land durchsuchen, das getappte Spiel bringen. Gute Karte. Weavering of Blossoms, 3-Mana 2-3, tappen für Mana-Beliebiger-Farbe. Daybound und Nightbound, es ist ein 3-4er-Werwolf, tappen mit Beliebiger-Farbe. Es sieht schon cool aus hier mit diesem Blümchenkranz drumherum. Schon süß. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie wunderschön dieser Rahmen ist. Hier oben mit den beiden Vampirzähnen und diesem edlen Alter. Hammer. Skulking Killer. 4-Mana 4-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur, die ein Gegner umlebt, -2/-2 bis Ende des Zuges. Wenn der Gegner keine andere Kreatur im Block kontrolliert. Was? Okay. Seltsam. Schlechte Karte. Spiked Ripsaw. Oh mein Gott, eine mega dieses Artwork. Da hatten sich die Leute noch drüber aufgeregt damals, dass das ja so mechanisch aussieht und so real aussieht. Und ich denke mir heutzutage so, ja. Cool. 3-Mana Ausrüstung, die ausgerüstet wurde, +3/+3. Und immer wenn die angreift, kann man einen Forest opfern, dann kriegt die Trampel. What? 3-Mana Ausrüstung. What? Warum? Was ein seltsamer Effekt. Dann haben wir einen Wolfkin Outcast. Human Werwolf. Der sieht aber sehr werwölfig aus in Human. 6-Mana, 5-4. Der kostet 2-Mana weniger, wenn man Wolf oder Werwolf hat. Mit Daybound. Und Nightbound ist der 6-5. Immer wenn der oder ein anderer Wolf oder Werwolf stirbt, zieht man eine Karte. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Unsere Rare ist Lantern Flare. 2-Mana Instant für... Oh Gott, Cleave. Ja, jetzt wird's lustig. Cleave, ein X, ein rotes, ein weißes. Und ja, wenn man den für den Pasus spielt, kann man die Sachen in den Square Brackets ignorieren. Sonst macht... Lantern of Flare für 2-Mana fügt das X-Schaden an der Kreatur Planeswalker zu. Man kriegt X-Leben, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die man kontrolliert. Wenn man den für ein rotes, ein weißes und X spielt, dann fügt das Ding X-Schaden an einer Kreatur oder Planeswalker zu und man kriegt X-Leben. Ja, gar nicht verwirrend oder so. Oh mein Gott, stimmt. Diese Black-White-Länder, die damals noch richtig was Seltenes waren, bis dann hier Double-Up. Keine Ahnung, egal. Und wir haben noch eine Foil, okay. Runebound Wolf, 2-Mana 2-2, für 4-Mana tappen fügt der Schaden in Höhe der Wölfen und Werwölfen einem Gegner zu. Stark, gerade im Commander, stark. Und dann haben wir noch einen Spirit und, wir haben sogar noch eine Flip-Karte. Okay. Ja, soviel dazu, soviel zu diesem Draft-Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab gesagt. Ciao, ciao. Thank you.